Also schön ist, wenn beide entspannt schon in den Stall, also der Reiter entspannt in den Stall geht. Das überträgt sich sofort aufs Pferd. Bist du selber noch angespannt aus der Schule, Job, wie auch immer, das überträgt sich einfach aufs Pferd. Und deshalb ist es mir auch wichtig, dass sie eine lange Schrittphase haben, bevor wir starten. Erstmal wieder ankommen, zusammenfinden. Beide mental mal ein bisschen runterkommen, beide entspannen. Und dann fangen wir auch vorsichtig an mit dem Lösen. Langsam, vorwärts, abwärts, links rum, rechts rum, dass sich beide auch erstmal wieder so einknacken, sage ich mal. Wie bereite ich die vor? Ja, ich weiß ja, wie es die Woche davor gelaufen ist oder die Unterrichtsstunde davor und weiß, wo die Fehler sind, weiß, wo es Manko ist, bei Reiter und Pferd, und da gucke ich natürlich als erstes hin. Und dann entscheide ich individuell noch, ob es jetzt irgendwelche anderen Unstimmigkeiten gibt oder die Fehler ausgebügelt wurden in der Woche, Pause, von mir Pause, ne, wo Maya dran gearbeitet hat zum Beispiel, dann brauche ich da ja auch nicht weiter drauf eingehen. Aber ich achte auch immer auf die Grundsachen, dass halt auch der Grund sitzt im Dressurtraining, auch beim Springpferd. So, jetzt setze dich ordentlich hin. Genau, Hacken runter, schön. Fäuste zusammen, Maya, was ich dir immer sage, die Fäuste zusammen. Nicht immer die Fäuste aufmachen. Ne? Und was wichtig ist, denk dran, wie treibst du mit dem inneren Bein an den äußeren Zügel? Das ist das A und O. Und das äußere Bein bleibt dran, damit er nicht über die Schulter wegläuft. Nicht über die Schulter ausbricht oder hier über die Bohlen fällt. Genau. So, und das ist das A und O. Und du lässt schön die Fäuste zusammen. Nicht immer aufmachen, dann verpufft alles. Sieh zu, dass du dran bleibst. Na? Und treib mit dem inneren Bein immer an den äußeren Zügel. Das ist das Allerwichtigste. Auch bei 36 Grad. Kann auf dem Turnier auch sein. So. Das Pferd muss durchlässig sein. Das ist das A und O. Egal ob ein Springpferd, Westernpferd, Kutschpferd, die müssen einfach durchlässig sein. Und das ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt auch durch höhere Parcours zu kommen. Gerade jetzt auch beim M-Springen, wo es ja jetzt hingeht, muss das Pferd von Grund auf durchlässig sein. Und jetzt machen wir die Galoppsprünge verlängern und zurückkommen. Verlängern und zurückkommen. Bleib außen dran. Lass auch das äußere Bein schön dran und zurück. Und zurück. Noch mehr zurück. Noch mehr zurück. Ehrgeiz natürlich. Ne? Also wir sind alle sehr ehrgeizig, aber das gehört auch dazu. Ich meine, ne, es ist, wenn du das nicht als Hobby machst, sondern wirklich als Sport, du investierst sehr viel Zeit, sehr viel Geld, dann möchtest du ja auch irgendwie weiterkommen und auch ein Erfolgserlebnis haben. Ne? Und deshalb finde ich einen gesunden Ehrgeiz wichtig, ne? Solange er gesund bleibt. Und sich auch vergleichen mit den anderen finde ich auch wichtig, dass man auch und auch von den anderen lernt. Man muss eben auch sehen, man muss auch mit Niederschlägen mal klarkommen. Das muss man dann für sich verarbeiten einfach. Und nicht dann irgendwie nervös werden oder das klappt nie oder das Pferd ist es nicht oder sonst irgendwas. Man muss sich dann auch selber Zeit geben. Ne? Man muss halt ja mit sich und dem Pferd auch so im Reinen sein. Es gibt mal gute und mal schlechte Tage, es ist einfach so. Und dann klappt es auch. Manch Reiter oder Pferd braucht auch mal ein bisschen länger. Das andere kürzer, das ist alles individuell. Es ist
auch immer so ein bisschen so Learning by Doing. Je öfter man es macht, umso ruhiger wird man einfach. Es ist so. Wenn du nur zweimal im Jahr aufs Turnier fährst oder so, klar ist das Lampenfieber groß. Ist ganz, ganz natürlich. Man muss sich einfach nicht verrückt machen lassen. Man muss bei sich bleiben. Es fängt schon an, wenn du aufs Turnier fährst und dein Pferd fertig machst. Je mehr Leute um dich rumstehen, damit geht schon los. Umso nerviger wirst du auch. Ja, also wir machen das ja immer so, dass wirklich nur wir da sind, wir, die auch das Pferd kennen. Wir lassen uns nicht von außen irgendwie berieseln oder sonst irgendwas. Wir machen unser Pferd fertig, werden vielleicht noch mal ein paar Sätze gesprochen. Denk dran, so und so und so. Ne? Gucken, wie ist das Pferd drauf. Und wenn du siehst, ja auch der schon entspannt, dann fängst du auch schon entspannt an. Und ja gut, du kannst natürlich mit Mentaltraining, was weiß ich, Yoga für dich zu Hause, kannst du natürlich auch was machen, wenn du jetzt so extremes Lampenfieber hast. Ne? Aber ich sag mal, so eine gewisse Portion Lampenfieber ist ja auch gar nicht so verkehrt. Ne? Weil dann fährst du nochmal so zur Hochleistung auf, sozusagen. Nee, das kann sie wirklich gar nicht. Echt nicht? Nee, gar nicht.